Manin Porok und Wulan. Manin Porok war ein arbeitsamer Junge, der keine Angst hatte, jemals müde zu werden. Er war Landmann und Jäger. Seit er verstand, eine Hacke anzupacken und Schlingen auszulegen, lebten seine Eltern ein zufriedenes Leben. Ihre Felder waren weit und voller Fruchtbäume. Einmal beobachtete Manin Porok einen Bananenbaum in der Reife. Dabei erschien es ihm merkwürdig, dass jeden Tag genau zur Mittagszeit ein großer, weißer Vogel dorthin kam und von den Bananen aß. Manin Porok verliebte sich so in die Schönheit dieses Vogels, dass er ihn immer ungestört von den Bananen essen ließ. Erst als der Baum fast ganz leer gegessen war, dachte er daran, eine Schlinge zu legen. Am folgenden Tag hatte Manin Porok den schönen Vogel in seiner Schlinge. Aber als er ihn greifen wollte, sprach der Vogel plötzlich: »Herr, tötet mich nicht! Ich werde mich auch dafür erkenntlich zeigen.« »Was soll ich tun?« fragte Manin Porok. »Nehmt den Ring an meinem Bein und tragt ihn.« »Gut«, erwiderte Manin Porok. Doch als er den Ring vom Bein streifte, verwandelte sich der Vogel plötzlich in ein höchst anmutiges Mädchen. Wie groß war Manin Poroks Schrecken, als er das sah. Er warf sich dem Mädchen zu Füßen und sagte: »Verzeiht mein Vergehen, verzeiht!« »Ihr habt überhaupt nichts Böses getan«, antwortete das Mädchen. »Sagt, Prinzessin, was soll ich tun, um euch behilflich zu sein?« fragte Manin Porok jetzt voller Ehrfurcht. »Wenn ihr um meine Hand anhalten wollt, tragt meinen Ring«, antwortete da das anmutigende Mädchen jetzt und lächelte. Manin Porok musste sich die Aufforderung des Mädchens nicht wiederholen lassen, und wegen seiner Schönheit gab er dem Mädchen den Namen Wulan Kalinoan, was Vollmond bedeutet. Dann führte er das Mädchen in sein Haus und bat die Priester, ihn mit Wulan zu verheiraten. Nach der Hochzeitszeremonie fand ein großes Fest statt. Manin Porok war äußerst zufrieden, Wulan immer an seiner Seite zu haben. Denn obwohl er ihr verboten hatte, immerfort zu arbeiten, saß sie niemals mit verschränkten Armen da. Eines Tages kam ein Bekannter Manin Poroks namens Merentek zu Besuch in ihre Hütte. Merentek lebte beim Verkauf von Hackmessern. Merentek war sehr überrascht, wie anmutig die Ehefrau seines Freundes war, und seine Überraschung steigerte sich noch, als er sah, wie flink die Frau ihre Arbeit verrichtete. Im nächsten Morgen begleitete Merentek Manin Porok zur Jagd. Doch nachdem sie 3 Stunden marschiert waren, kehrte Merentek um. Er ging zur Hütte Manin Poroks zurück und sagte zu Wulan: »Wulan, dein Mann hatte einen Unfall erlitten. Lass uns ihm helfen gehen.« Mit dieser List glaubte Merentek Wulan getäuscht zu haben, und er entführte sie. Doch Wulan hatte erkannt, dass sie von dem Mann, der vorgab, ein Freund ihres Ehemannes zu sein, betrogen worden. Zwar wollte sie sich nicht ohne weiteres dem Schurken ergeben, doch um nicht von Merentek getötet zu werden, folgte sie ihm im Schein. Am späten Nachmittag kehrte Manin Porok in seine Hütte zurück. Als er sah, dass Wulan nicht da war, begann er zu suchen, ohne sie jedoch finden zu können. Er suchte im Dschungel, um seine Felder, und auch dort war sie nicht. Auch sein Hund, Kateluan, half ihm bei der Suche. Nach sorgfältiger Überlegung kam Manin Porok schließlich zu der Überzeugung, dass Wulan von seinem Freund Merentek irregeführt sein musste. Am Morgen des folgenden Tages, während er ermattet und verzweifelt mitten im Dschungel rastete, drehte er an dem Ring an seinem Finger. Da flog plötzlich ein Kakadu in seine Nähe und fragte: »Wen sucht ihr?« »Meine Frau, Wulan«, antwortete Manin Porok. »Sie ist von Merentek mit Gewalt entführt worden«, sagte da der Kakadu. »Merentek verbirgt sich im Augenblick auf der Insel Tatapean.« Da ging Manin Porok zu seinem Onkel Lolo Bulan, einem Bruder seiner Mutter, und bat ihn um Hilfe. Lolo Bulan gab ihm 2 rote Kurkuma-Früchte,
Die brachte der Kakadu zu Wulan. Wulan erkannte sofort den Sinn des Geschenkes, das der Vogel ihnen machte, und sprach zu Merentek: »Bitte, kaue diese Früchte für mich. Ich möchte sie auf meinem schmerzenden Rücken verreiben.« Als Merentek die roten Früchte zu kauen begann, verlor er das Bewusstsein und sank in den tiefen Schlaf. Unterdessen flog der Kakadu zurück, um zu berichten, was sich ereignet hatte. Da fuhr man ihn Porok zusammen mit seinem Onkel in einem Prau zu der Insel hinüber und holte seine Frau. Auch Merentek nahmen sie gefesselt mit. Wie groß war der Zorn des Listenreichen, als er wieder zu sich kam und feststellen musste, dass er überlistet worden war. Doch während man ihn als guten Freund betrachtet hatte, hatte er sich als Betrüger benommen. Lombulan brachte Merentek vor die Leute und berichtete ihnen von seinen schlechten Tun. Da rieben die Bewohner des Kampons seinen Körper mit rotem Pfeffer ein, verprügelten ihn und führten ihn rund um das Dorf. Dies war seine Strafe. Wulan und ihr Ehemann Maniporok lebten zusammen in Frieden und der Allmächtige beschenkte sie mit 3 Söhnen und 2 Töchtern.